Das ist Alex Meyer. Er hat eine überdurchschnittliche Qualität vom Tor. Und auch wenn er die ersten 45 Minuten sicherlich genauso wie die Mannschaft schlecht gespielt hat, aber dass er dann in den zweiten 45 Minuten das Spiel so dreht mit diesen drei Toren, das ist halt Alex Meyer. Er braucht wenig Torchancen, die nutzt er zu 100%. Und deswegen ist es zu Recht der Fußballgott in Frankfurt. Der Alex so bescheiden, der weiß, dass er jetzt im Alter ist, dass das vielleicht für ihn schon abgehakt ist und dass er sich auf die Aufgabe bei Eintracht Frankfurt konzentriert. Das muss der Nationaltrainer entscheiden. Das müssen wir dann als Mannschaft auch teilweise ein bisschen kompensieren, dass der ein oder andere vielleicht dann ein paar Meter mehr läuft für ihn. Aber dass er dann da vorne steht und die Dinger macht, das ist für uns als Mannschaft natürlich sehr, sehr wichtig. Er hat eine herausragende Qualität einfach da vom Tor. Er hat gut dotierten Vertragsangebot aus China gehabt, aber wir haben gesagt, dass wir ihn nicht abgeben. Und Alex Meyer hat das auch akzeptiert und hat gesagt, dann konzentriere ich mich voll auf die Aufgabe bei Eintracht Frankfurt. Der Trainer hat genug über diese Aktion gesagt, dass wir den Rest intern abarbeiten. Aber dass er nicht auf die Bank geht und auf die Tribüne, das machen auch andere Spieler. Das sollten wir jetzt nicht in dem Zusammenhang stellen, aber insgesamt war es gestern ein Fehlverhalten, das hat unser Trainer gesagt, und den Rest wollen wir ganz gerne intern abarbeiten.